So, frisch gestärkt beginnen wir jetzt den Endspurt des heutigen Tages noch mit zwei Projektvorstellungen. Professor Gernot Falkner aus Salzburg wird kurz etwas zu seinem Buch sagen, was jetzt schon erschienen ist oder gerade jetzt im Erscheinen. Im Erscheinen ist mit dem Titel Die Selbstgestaltung von Lebewesen in Erfahrungsakten. Ja, die Vorschau, die PDF vom Vorschau liegen da hinten vom Alba Verlag. Da kann man sich da vielleicht noch bedienen von den letzten, die da sind. Also ich möchte, wie gesagt, in den folgenden 20 Minuten kurz eben dieses von meiner Frau Renate Falkner und mir publizierte Buch vorstellen, das eben diesen eben erwähnten Titel trägt. Und zwar erscheint dieses Buch als zweiter Band einer Schriftenreihe über Biophilosophie im Verlag Karl Alba. Zunächst ein paar Worte über die Schriftenreihe. Die Schriftenreihe wird von dem Philosophen Loreto Lucius Fetz, dem Biophilosophen Spiridon Kotrofinis und mir herausgegeben. Und wir wollen mit dieser Schriftenreihe Möglichkeiten für ein neues Wirklichkeitsverständnis ausloten. Dazu benötigen wir eine Neuorientierung der Philosophie in Akkordanz mit einer Neuorientierung der Biologie, die mindestens ebenso nötig ist, wie ich heute mich hier überzeugen konnte. Im Zentrum unserer Biophilosophie stehen die verschiedenen Lebenswelten von Organismen. Und hier soll nun untersucht werden, wie in den Lebenswelten der Menschen die Lebenswelten anderer, nichtmenschlicher Organismen so berücksichtigt werden können, dass daraus für die terrestrische Biozönose kein Schaden entsteht. Und die Schriftenreihe ist daher gedacht als Diskussionsforum für neue Ansätze in verschiedenen Wissenschaftszweigen, also Rechtswissenschaften, Ökonomie, also verschiedene Ökonomie- und Energiewissenschaften, die hier einen Beitrag leisten können und die diesem Zweck dienen. Und die von uns publizierte zweite Band der Schriftenreihe enthält die Beiträge der Biologie für den Entwurf einer Biophilosophie. Unser Buch enthält eine Theorie der Organismen, die alle Lebewesen einschließlich der Menschen umfasst. So eine derartig umfangreiche Theorie gibt es derzeit noch nicht. In unserer Theorie ist die Evolution der Arten, die menschliche Geschichte und die Entstehung des Bewusstseins ein einziger zusammenhängender Prozess. Eine Theorie der Organismen, die auch den Menschen mit einbezieht, muss erklären, wie die Fähigkeit zu vernünftigen Halten höherer Lebewesen aus den Lebensformen niederer Organismen entstanden ist. Das setzt also voraus, dass in der phylogenetischen Entwicklung der Lebewesen keine klar definierte kartesische Trennung vorgenommen wird, bei der nur Menschen die Fähigkeit zu vernünftigen Handeln besitzen und das Verhalten niederer Organismen mechanistisch erklärbar ist. Ich kann in den folgenden 20 Minuten nicht den gesamten Inhalt des Buches referieren, sondern nur erklären, warum unser Buch einen Beitrag zu den hier diskutierten Themen liefern könnte. Ausgangspunkt unserer prozessbiologisch-ökologischen Theorie der Organismen sind die Eigenschaften des organismischen Zellgedächtnisses, das von Computerprogrammen nicht abgebildet werden kann. Warum? Das Gedächtnis ist die kreative Kraft der organismischen Selbstgestaltung in den Individualentwicklungen und in der phylogenetischen Entwicklung der Lebewesen, also die Selbstgestaltung von einer befruchteten Eizelle zu einem adulten Organismus und im Altern der Organismus gestaltet sich das Lebewesen, der Organismus unablässig selbst und die Basis für diese Gestalt ist das Gedächtnis, die Erinnerung an vorherige Gestaltungen. In diesen Prozessen werden alle Konstituenten eines Lebewesens im Stoffwechsel ständig umgebaut. Also wenn wir uns treffen nach ein paar Jahren, der Tobias und ich, da ist kein Stein inzwischen auf dem anderen geblieben. Jeder Konstituent unseres Körpers hat sich verändert. Auch die Knochen haben sich umgefahren, sind ab und neu aufgebaut worden. Jetzt, wie bleibt dann aber eine bestimmte, mehr oder weniger gleichbleibende organismische Erscheinungsform
dass man sich wiedererkennt oder bestimmte Charaktereigenschaften erhalten. Es gibt ja keine invariante Materiekonfiguration, die dafür verantwortlich sein könnte. Diese Aufgabe wird nun vom organismischen Gedächtnis übernommen. Es sorgt davor, dass die Eigenschaften der Lebewesen für die Wahrnehmung anderer Lebewesen aufrechterhalten oder in potenziell sinnvoller Weise verändert wird. Das Gedächtnis hat daher einen ökologischen Bezug, der sich nicht mit einem Computerprogramm modellieren lässt. Man müsste nämlich die Wahrnehmung der Erscheinungsform von einem bestimmten Organismus durch die Perzeptionsorgane aller anderen Lebewesen in der Biozönose mitmodellieren. Nicht? Es ist die erfahrene Erscheinungsform von irgendeiner Pflanze oder Tier ist ja nicht objektivierbar. Wenn wir zum Beispiel die elektrischen Felder in den Blüten der Pflanzen sehen würden, dann würden sie für uns ganz anders ausschauen. Das können wir nicht, aber die Hummeln können sie sehen. Das heißt, wenn man jetzt versucht, ein molekulares Modell dieser Erscheinungsform zu machen, müsste man die Perzeptionsorgane der anderen Organismen, die gerade hinschauen, mitmodellieren. Das ist also dann wissenschaftlich nicht ganz seriös. Und natürlich, wir haben das immer wieder gehört und ich habe mich da auch manchmal kritisch dazu geäußert, die Gestaltung und Aufrechterhaltung von bestimmten organismischen Erscheinungsformen und Charaktereigenschaften lässt sich ja auch nicht mit Genen erklären. Zum einen, weil bei der Zellteilung die vererbbaren Nukleotidsequenzen der Chromosomen ständig auch umgebaut werden. Und zum anderen, weil es keine allgemein verbindliche Definition der Gene gibt. Ernst Haeckel, den kennen Sie wahrscheinlich alle, das ist diese biogenetische Grundgesetz, das ist die Ontogenese, ist eine Rekapitulation der Phylogenese. Und Ewald Herig und andere haben schon am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorgeschlagen, dass ein Zellgedächtnis bzw. ein Artgedächtnis für organismische Manifestationen verantwortlich ist. Also was Sie jetzt von mir hören, ist vielleicht für Sie gewöhnungsbedürftig. Ich habe nichts anderes gemacht, als die Ideen von prominenten Biologen und Philosophen der letzten zwei Jahrhunderte in ein kohärentes System gebracht. Nun, bei Einzellern fungiert ein Zellgedächtnis als Artgedächtnis. Bei Mehrzellern entsteht das Artgedächtnis aus einem Zusammenspiel der verschiedenen beteiligten Zellgedächtnisformen. Diese Idee konnte sich aber nicht durchsetzen, weil es keine physiologische Erklärung des Zellgedächtnisses gibt. Es war einfacher zu sagen, es sind die Gene. Einmal abgesehen davon, dass die Biologie überhaupt keine Erklärung der Evolution der verschiedenen Gedächtnisformen von Bakterien zu Menschen hat. Inzwischen aber haben meine Frau, die aus Würzburg übrigens kommt, und ich in unserer wissenschaftlichen Arbeit die Existenz eines Zellgedächtnisses bei Einzellern nachgewiesen und dessen energetische Basis charakterisiert. Man kann nun aus der Entfaltung organismischer Gedächtnisformen die Evolution der Arten, der menschlichen Geschichte und die Entstehung des Bewusstseins als einen einzigen Prozess zusammenfügen, in einem Prozess. Fangen wir jetzt an, um das zu erklären, mit den Bakterien. Bakterien existieren nicht als isolierte Einzelorganismen, sondern bilden kohärente Organismengemeinschaften von aufeinander abgestimmter Arten mit unterschiedlichen Eigenschaften. So gestaltet, dass sie die Energie optimal verwerten. Bei Variationen des Energieflusses durch die Biozönose werden diese kohärenten Organismengemeinschaften ständig von Neuem hergestellt. Dabei entstehen unablässig bakterielle Artengemeinschaften, in denen sich eben die einzelnen Organismen im Hinblick auf eine optimale Vermehrung der vorhandenen Energie in einer Funktionsharmonie aneinander angepasst haben. Hier erfährt jede Zelle nicht nur Änderungen der eigenen Umwelt, sondern indirekt auch Änderungen in der Umwelt anderer Organismen über den gemeinsamen Energiefluss durch die Biozönose. Nun zur Rolle des Gedächtnisses in der Evolution höherer Lebewesen von Bakterien. Hier entstanden komplexere organismische Entitäten aus einer Gesellschaft einfacher Vorläufer. In diesem Prozess
der nicht lokalisierbar ist, irgendwo in einem Hirn oder irgendwo in einem, genau in einer bestimmten Zelle. Das war die Fallacy of Simple Location. In diesem Prozess erinnern sich die komplexeren organismischen Entitäten an die aufeinander abgestimmten Eigenschaften der Organismen ihrer Vorläufergesellschaft und integrieren sie in neue Einheiten. Das heißt, die Erinnerung an die gegenseitige Erfahrung von aufeinander abgestimmten Bakterienpopulationen konkretisierte sich zunächst in der Bildung extrazellulärer symbiotischer Assoziationen. Dadurch werden die Partner durch eine gemeinsame Verwertung gespeicherter Ressourcen unabhängig von der lokalen Verfügbarkeit bestimmter Nährstoffe und gewannen mehr Freiheit als in isolierter Lebensform. Da biegt sich dann nämlich ein bewegliches Bakterium mit einem photosynthetischen zusammen. Das photosynthetische gibt die Energie von der Sonne und das bewegliche schwimmt dorthin, wo die Sonne leuchtet, in die beleuchteten Regionen, kriegt dann die Metabolite, die Nährstoffe vom anderen Partner. In einer weiteren Entwicklung, dadurch haben sie aber mehr Freiheit. In einer weiteren Entwicklung des Zellgedächtnisses entstanden immer komplexere Lebensformen. Dabei konkretisierte sich die Erinnerung an extrazelluläre symbiotische Assoziationen im Entstehen intrazellulärer symbiotischer Assoziationen. Dies führte zu intrazellulären, also Lebensgemeinschaften von größeren Bakterien mit kleineren endosymbiotischen Bakterien, die zur aerober Atmung und zur Photosynthese befähigt waren. Also das sind dann atmende Bakterien und Blaualgen in größere Bakterien aufgenommen oder sind hineingegangen. Die Erinnerung an diese Lebensgemeinschaft konkretisierte sich in einem nächsten Schritt in der Evolution der eukaryotischen Zellen von Tieren und Pflanzen. Auf dieser Organisationsstufe bildeten sich bei der gegenseitigen Anpassung, nicht, da wurden also, wie gesagt, die Blaualgen wurden Chloroplasten und die atmenden Bakterien Mitochondrien. Auf dieser Organisationsstufe bildeten sich in der gegenseitigen Anpassung von eukaryotischen Einzellern, die die vorhandenen Ressourcen unterschiedlich verwerteten, Gesellschaften von aufeinander abgestimmten eukaryotischen Zelltypen. Und die Erinnerung, ich wiederhole mich ständig, damit man es wirklich merkt, die Erinnerung an deren Funktionshamin, was die kreative Kraft des Gedächtnisses, was das bewirkt, die Erinnerung an die Funktionsharmonien, deren Funktionsharmonien konkretisierten sich in einem Weiterschritt in der Bildung verschiedener vielzelliger Organismen, die nach neuen Funktionsharmonien eines höher entwickelten Artgedächtnisses strebten. Und damit kommt es zum ersten entscheidenden Bruch in der Evolution der Lebewesen. In der Individualentwicklung eines vielzelligen Organismus konnten einzelne Zellen in unterschiedlicher Weise mit Milieuänderungen interagieren und die beigemachten Erfahrungen mit individuellen Gedächtnisfolgen nachfolgenden Konstitutionsakte zur Verfügung stellen. Das heißt, in einer Höherentwicklung der Organismus wurden unter dafür geeigneten Bedingungen individuelle Gedächtnisformen wieder in das Artgedächtnis integriert, das dann immer komplexer wurde. Und in dem Maß, in dem diese Variation in der Evolution zunahm, nahm auch die Freiheit der Organismen zu, sich mit ihren individuellen Gedächtnisformen in distinkter Weise von den gleichförmigen Manifestationen des Artgedächtnisses zu unterscheiden. Und wir haben hier damit konzipiert eine Richtung in der Evolution, die der Neodarwinismus nicht hat. Und was auch Whitehead kritisiert hat. Er sagt, die können ja gar nicht sagen, wie höhere, komplexere Organismen sich aus einfachen Entstalten haben und warum. In Science and the Modern World. Die Lebewesen konnten nun aufgrund einer Differenzierung ihrer Struktur in verschiedene Zelltypen, Perzeptionsorgane unterschiedlich mit ihrer Umgebung interagieren. Und wir haben nun Hegels Geschichtsphilosophie als Methode verwendet, die den Fortschritt in der Evolution der Arten in einer Zunahme der individuellen Gedächtnisformen sieht, die sich von den Bestimmungen des Artgedächtnisses befreien. Für Hegel ist ja bekanntlich die Weltgeschichte der Fortschritt in Bewusstsein der Freiheit, das ist ein Zitat, ein Fortschritt, den wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen haben.
aus der Philosophie der Geschichte. Und man kann diese Idee auf die Evolution der Arten übertragen, indem man Hegels zentralen metaphysischen Begriff des Weltgeistes neu interpretiert. Für Hegel verwickelt sich der Weltgeist im Entstehen und Vergehen von Staaten und in den Personen, die diese Staaten repräsentieren. Zum Beispiel Napoleon zu Pferde. In der hier vorgenommenen Umdeutung dieser Idee wird aus dem Weltgeist die logische Weiterentwicklung idealer Formen von artspezifischen Funktionsharmonien. Dabei entstehen in Individuen neue Funktionsharmonien des individuellen Gedächtnisses, mit denen sich diese von den gleichförmigen Manifestationen ihres Artgedächtnisses unterscheiden und daher ein Mehr an Freiheit gewinnen. Ich komme jetzt zum Schluss. Die Entstehung des Selbstbewusstseins des Menschen beruht auf einem zweiten entscheidenden Entwicklungsbruch. Hier kommen Intentionen des Artgedächtnisses, die die artspezifischen Formen von Funktionsharmonien bei einer Veränderung der Umgebung erhalten, in einen Konflikt mit den Intentionen des individuellen Gedächtnisses. Das individuelle Gedächtnis strebt nämlich bei den Selbst- und Umweltgestaltungen nach Verwirklichungsmöglichkeiten von Funktionsharmonien, wie gesagt habe, die sich von den artspezifischen Formen von Funktionsharmonien unterscheiden, von ihnen abweichen. Dieser Konflikt setzt in ein und demselben Organismus ein inneres Ringen um eine einzige Intention in der Selbst- und Umweltgestaltung in Gang. Und die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Formen von organismischen Intentionen wird in Hegels Phänomenologie des Geistes als ein Konflikt zwischen Herr und Knecht geschildert. In dem hier beschriebenen Konflikt übernimmt das Artgedächtnis die Rolle des Herrn, das individuelle Gedächtnis die Rolle des Knechts. Da sowohl die Manifestation als Knecht als auch die des Herrn in ein und demselben Individuum existiert, erfährt der Organismus in diesem Konflikt gleichzeitig eine Spannung und gleichzeitig die ontologische Differenz zwischen der Umgebung, die der Organismus als Knecht bearbeiten muss, um sich zu behaupten, und der geschaffenen Umwelt davon, in der der Organismus als Herr sich als etwas Gleichbleibendes wiederfindet. Es gibt also in der Interaktion von Lebewesen in ihrer Biozoonose immer diese ontologische Differenz zwischen Umgebung und Umwelt. Das heißt, mit jedem neuen Erfahrungsakt wird die Umwelt zerstört, und das Lebewesen muss nun hergehen und aus der Umgebung wieder eine für ihn adäquate Umwelt bauen. Dann kriegt er wieder eine gewisse Befriedigung. Vorher ist er unbefriedigt. Und hier kann man die Empfindungen schon bei einfachsten Organismen festmachen. Die Idee habe ich von John Dewey übrigens. Das Selbstbewusstsein entsteht also in einem Prozess, in dem dieser Kontrast zwischen Artgedächtnis und dem individuellen Gedächtnis auf einer darüberliegenden Erfahrungsebene in einer einheitlichen, selbstbezüglichen Erfahrung aufgehoben wird. Dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen. Er beinhaltet nämlich die Aufhängung von Herr-Knecht-Verhältnissen unter den Menschen und in der Beziehung der Menschen zu anderen Lebewesen. Und das wahre Selbstbewusstsein ist erst dann entstanden, wenn das Bewusstsein in selbstbeherrschtes Dasein übergeht. Wenn der Mensch in seiner Selbstbeherrschung die Lebenswelten der anderen Organismen berücksichtigt. Und das ist ein Prozess, der in den nächsten Jahrhunderten wahrscheinlich eben zu leisten sein wird. Und die vielen Konflikte, die wir jetzt im Augenblick haben, die lassen sich alle da auf dieser Basis analysieren, dass da immer wieder Erweiterungen des Artgedächtnisses entstehen und dann die Individuen, sie versuchen zu befreien, da kommt dann das unglückliche Bewusstsein, diese ganzen Formen von Terrorismus, die wir haben, das ist alles beim Hegel schon antizipiert. Ja, ich glaube, ich brauche nicht viel mehr sagen. Ja, dann vielen Dank. Okay. Gibt es dazu noch kurz Anmerkungen oder Rückfragen? Das ist nicht
der Fall, dann... Also, ja. Eine ganz kurze Frage. Den Begriff des Zellgedächtnisses, wenn wir mal da anfangen, bevor wir zum Artgedächtnis kommen, und Artgedächtnis letztlich auch, wo würden Sie die Begriffe, in welchem Diskurs würden Sie die verorten? Ist das ein naturwissenschaftlicher Diskurs, ein naturphilosophischer Diskurs, wo würden Sie die hinstecken? Ja, in der Physiologie. Es spielt dadurch, eine wichtige Rolle spielen diese Funktionsharmonien, die im Wiener angestrebt werden, und zwar im Energiefluss. Da haben wir Ideen von Bertalanffy übernommen. Der Organismus strebt danach, in einer Funktionsharmonie ein Fließgleichgewicht herzustellen. Und beim Fließgleichgewicht entsprechen eben die Intermediate des Stoffwechsels der Erscheinungsform. Wenn das Fließgleichgewicht zerstört wird, dann erfährt der Organismus eine Deformation und er trachtet danach, die Umgebung so zu verändern, dass dann wieder ein neues Fließgleichgewicht hergestellt wird, indem er sich wieder besser fühlt. Das Fließgleichgewicht, das wird katalysiert von energiekonvertierenden Subsystemen, von denen jedes einzelne dann auch danach strebt, in einen Zustand minimaler Entropieproduktion, optimaler Effizienz zu gehen. Das heißt, wenn durch eine Änderung der Umwelt ein Subsystem, das für die Interaktion entscheidend beteiligt ist, perturbiert wird, baut es sich um, dann passen aber die anderen nicht mehr dran. Jetzt fangen die anderen sich an, darauf auch einzustellen, und da ist dann drinnen eine ontologische Differenz in diesen adaptiven Ereignissen. Und zwar, es gibt immer eine Anfangsphase, wo eben das im Subsystem, für ein Subsystem, die Zelle die Änderung seiner Umgebung interpretiert im Hinblick einer Neukonstitution dieses Subsystems oder Synthese eines anderen, und eine Endphase, in der dann ein neuer Konstituent entsteht. Und da haben wir von Whitehead die Idee der Actual Entities übernommen. Und es ist so, die Actual Entities, ich habe versucht, das in die Physiologie hineinzubringen, und bin draufgegangen, bei Bakterien geht das sehr schön. Nur bei höheren Organismen, wenn man das Kategorienschema von Whitehead übernimmt, haben die alle Alzheimer. Und zwar, weil sie nicht möglich ist, da gibt es einige, die mit mir vielleicht nicht einer Meinung ist, auf der Grundlage des Kategorienschemas von Whitehead eine die ganze Lebensgeschichte übergreifende individuelle Entwicklung zu konstruieren. Und beim Alzheimer verschwindet das individuelle Gedächtnis, aber das Artgedächtnis bleibt. Eine kurze Frage noch. Ihr Energiebegriff ist mir nicht so ganz klar. Ist das ein physikalischer Energiebegriff oder haben Sie den aus einer anderen Theorie entlehnt? Das war mir jetzt nicht so ganz klar, wenn Sie von der Fließharmonie sprechen. Ich glaube, da beziehen Sie sich ja auf die Energien. Ja, natürlich ist es ein physikalisch-chemischer Begriff. Das steht in einem der Kapitel unseres Buches, wo ich zuerst einmal versucht habe, die Selbstorganisationsmodell von Prigozhin zu übernehmen und geschaut habe, ob man diese Anpassungsvorgänge, diese physiologischen, die sich nicht objektivieren lassen, weil sich die Organismen im Experiment dann immer an die experimentellen Bedingungen anpassen und da ständig ihre Eigenschaften ändern. Und am Ende des Experimentes haben sie andere Eigenschaften als am Anfang. Und das ist ja nicht, wenn man irgendwie sonst Enzyme untersucht. Das muss ja am Ende des Experiments die gleichen haben wie am Anfang. Und da sind wir drauf. Da bin ich auf den Whitehead aufmerksam geworden, in einem Buch von Prigozhin. Und da sind wir drauf gekommen, dass die biologische Selbstorganisation, das heißt, wir haben diese Fließgleichgewicht mit Flusskraftbeziehungen mit der irreversiblen Thermodynamik analysiert. Das steht alles bei uns im dritten Kapitel. Und da sind wir drauf gekommen, beim Prigozhin entsteht also die Selbstorganisation weit weg vom Gleichgewicht, wenn Flüsse zu den Kräften in einer nichtlinearen Beziehung sind, während bei der biologischen Selbstorganisation erstreckt sich die lineare Beziehung zwischen Flüssen und Kräften weit weg vom Gleichgewicht. Das gibt es noch im Prigozhin nicht, da kommt es zu keiner Selbstorganisation. Und daher gibt es also einen großen Unterschied zwischen der biologischen Selbstorganisation. Das heißt also, die Organismen in der
biologischen Selbstorganisation versuchen, einen Zustand weit weg vom Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, weil sie davon profitieren und wollen gar nicht hingehen zum Gleichgewicht wie bei chemischen Reaktionen, weil dann kollabiert ja alles, hören die Prozesse auf. Also das ist alles streng thermodynamisch. Ich habe ja Chemie und Physik studiert und konnte es Gott sei Dank anwenden. Aber da kommt man dann an Grenzen, verstehen Sie, die hineinführen sofort in diese ganze Problematik der ontologischen Differenz zwischen adaptiven Ereignissen, da mussten wir den Weitet übernehmen und so weiter. Und so ist es immer weitergegangen. Kassierer, die Idee vom habe ich vom Kassierer, die Idee des Gedächtnisses, ist besonders in den nachgelassenen Schriften, ECN1 und so weiter. Ja, Hans Jonas natürlich, ich will die gar nicht anführen. Hegel, den habe ich lang studiert. Okay. Vielleicht sozusagen aufgrund der Zeit können Sie die Frage im Anschluss vielleicht draußen nochmal klären. Ja, vielen Dank für die Buchvorstellung.